Grundsätzlich, wenn man auf diesem Niveau spielt in der Champions League, geht es genau um diese Balance. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt letzte Woche, das uns an diese kleine Führung gegeben hat, mit der wir morgen ins Spiel gehen. Wir haben aber auch gemerkt, wie schnell so eine Führung einfach davongleiten kann und das innerhalb von wenigen Sekunden, wenigen Minuten. Sie haben, glaube ich, gegen Barcelona innerhalb von wenigen Minuten sofort zwei Tore erzielt. Wir wissen, welche Wucht sie entwickeln können. Trotzdem haben wir aus diesem Spiel sehr viel Positives auch mitnehmen können. Aber wir haben es auch sofort gesagt, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird, mit dieser Leistung letzte Woche Mittwoch ins Finale einzuziehen. Weil hier morgen eine Mannschaft alles investieren wird, um das Ticket selbst zu lösen. Deshalb müssen wir unsere Leistung verbessern. Und das wird diesen Mix, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Wir müssen nicht nur Selbstvertrauen mitnehmen, nicht nur den Mut mitnehmen, diese Widerstandsfähigkeit und den Respekt, sondern wir müssen das, was Mats erwähnt hatte, wo er über Julian gesprochen hat oder wie wir Kylian Mbappé verteidigen wollen, wir wollen es gemeinsam machen. Das aber mit einem guten Plan, mit einer guten Idee. Es gab eine Szene, die uns nicht so gefallen hat, da sind wir zu viert auf Kylian Mbappé gestürzt und dann war Usman Dembele und die anderen Jungs um mich herum frei. Also so wird es halt nicht funktionieren. Es gibt genug Sachen, die wir morgen besser machen müssen, weil wir wissen, dass sie es besser machen werden. So viel steht fest. Aber dann, wenn wir das hinkriegen, diesen Mix, diese richtige Balance zu finden, wie wir es jetzt nicht nur in dem Spiel geschafft haben, wie wir es vor einigen Wochen in München geschafft haben, wie wir es in St. James Park geschafft haben, in Newcastle beim schweren Auswärtsspiel, wie wir es am San Siro geschafft haben, in Milan beim schweren Auswärtsspiel. Da haben wir so viele gute Dinge gemacht in dieser Saison. Deshalb wäre es schade, damit aufzuhören. Wenn wir jetzt einmal schon mal hier sind, machen wir es noch mal besser und wir wollen uns dieses Ticket verdienen. Und deshalb sind wir hier und das werden wir morgen dann alle gemeinsam in Angriff nehmen.